Es gibt, meine Lieben, Spaghetti. Und zwar saumäßig gute Spaghetti mit Chorizo. Ja, da liegt sie. Schön Avocado, Kirschtomaten und da drüben zweierlei Käse, Schafskäse und ein bisschen Parmesan. So, ein einfaches Gericht, aber mit ordentlich Bums. Ja. Also vor allen Dingen mit dieser unglaublich genialen Paprikawurst, mit der Chorizo. Ja, die gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber vor allen Dingen in verschiedenen Schärfegraden. Ja. Da muss man einfach ein bisschen schauen, dass man nicht diese Monsterschafe erwischt, sondern so vielleicht so eine Mittelschafe und die dann in feine Streifen schneidet und idealerweise mit Zwiebel und vielleicht einen Schluck Knoblauch in der Pfanne anschwitzt. Wichtig, ordentlich Olivenöl. Ich kann es immer nur wieder sagen, ordentliches, gutes Olivenöl und dann kommen die feinen Zutaten rein. Zwiebel, Knoblauch, die Paprikawurst und los geht's. Schön anbrutzeln und dann riecht es gut. Und in der Zwischenzeit kommt die Avocado dran. Ja, das ist immer so Glücksspiel, ja, dass die halt auch perfekt reif ist. Super, ruhig mal im Supermarkt mal ein bisschen draufdrücken, ja, dass die auch schön weich ist. Und dann ja, nicht so kleine Würfel schneiden. So ist es schön. Dann Kirschtomaten noch. Schön gewaschen und lecker, lecker. Schau mal her, die Kirschtomaten, ich muss es immer wieder sagen, die haben ja einen Strunk. Ja? Und Kirschtomaten gehören zu den Nachtschattengewächsen. Und Nachtschattengewächse haben einen ungenießbaren Strunk. Bis auf diese kleinen Kirschtomaten. Da könnt ihr den Strunk einfach drin lassen. Ja. Ende Gelände. So schaut es aus. Und ihr müsst mir das glauben. Knoblauch, Zwiebel und diese Chorizo. Geil. Geil. Das ist mein Ding. Wirklich, das ist mein Ding. Jetzt kommen die Kirschtomaten dazu, die Avocado und zu dem Ganzen, ich mache das mal ganz relaxed, kommt etwas Schafskäse so gebröckelt mit dazu. Und das Ganze wird so ein bisschen, weiß ich noch, angeschwitzt, also mit viel Gefühl. Und hier rein kommen dann die frisch gekochten Spaghetti. Schauen wir mal. Achtung, Achtung. And the Oscar goes to. Ich sag dazu gar nichts. Ja? Ich sag dazu gar nichts. So, die Nudeln sind schön al dente, die werden abgegossen. Und kommen dann tropfnass hier mit dazu. Boah, ist das geil. Sehr schön. Fertig sind die Spaghetti. Und jetzt wird angerichtet. Das sind so wenige Zutaten, aber mit so unglaublich viel Geschmack, dass man das wirklich mal super schnell machen kann. Obendrauf kommt dann frischer Rucola und auf den Rucola nochmal Parmesan. Und wenn ihr wirklich groß beeindrucken wollt, ja, dann nehmt ihr hier, schau mal, saumäßig geiles Olivenöl und gebt da nochmal lecker was drüber. So. Boah. Wahnsinn. Obendrauf noch ein bisschen Pfeffer. Da ein richtig großes Glas Weißwein oder Rotwein, Bier geht auch, Wasser auch. Und dann habt ihr gut gegessen. Okay, kocht es nach, würde mich freuen. Adios, Muchachos. Saumäßig geile Spaghetti, guten Appetit.